Okay, ich verschone euch. Hallo und herzlich willkommen, eine neue Ausgabe Roli backt und kocht. Ja, erster Advent ist vorbei und deswegen machen wir jetzt mal Plätzchen. Zeit wird's und wir fangen an mit Vanillekipferl, einer der Klassiker unter den Plätzchen. Die sind wirklich super lecker, richtig schön mürbe, wenn man sie richtig macht, und noch genialer ist, wenn man da richtig das Vanillearoma schön zur Geltung bringt, wenn man die Dose aufmacht und es riecht schon nach Vanille. Genau die machen wir heute. Los geht's. Ho, ho, ho. Vanillekipferl. Zuerst nehmen wir mal unser Mehl und das geben wir dann gleich mal in die Schüssel, gefolgt von einer Messerspitze vom besten Backpulver. Also hier Messerspitzchen und rein. Und jetzt berühren wir das Ganze, damit sich auch unser Backpulver überall gleichmäßig im Mehl verteilt und wir dann nachher keine Probleme bekommen. Den Zucker geben wir auch einfach mal noch mit hinein, kann man auch schon ein bisschen verteilen, wenn man das möchte. Und Leute, Vanillekipferl, da brauchen wir also Vanille. Und entweder nehmt das Mark einer ganzen Schote, hatte ich leider keine mehr da, deswegen nehme ich hier zwei Päckchen von diesem Vanillearoma. Das sind insgesamt 10 Gramm, die da drin sind. Und das hat schon einen ziemlich intensiven Vanillegeruch und ist tatsächlich nicht ganz so gut wie frische Vanille, aber immer noch sehr, sehr gut. Zwei Eigelb geben wir einfach mal noch mit hinein. Ja, mir ist das eine da ein bisschen kaputt gegangen, deswegen muss ich ein bisschen schütteln. Und dann geben wir die Butter noch dazu. Die Butter, Leute, Besonderheit, die sollte wirklich noch kalt sein. Also eine richtig schöne kalte Butter, frisch aus dem Kühlschrank, einfach mit hinein in die Schüssel. Und dann kommt auch schon, ja, ich glaube, das ist die letzte Zutat. Es sind die gemahlenen Mandeln. Ihr könnt ja gerne Mandeln nehmen oder auch Haselnüsse, dann wird es etwas nussiger. Die Mandeln haben ein sehr feines und mildes Aroma, passt ja wunderbar. Mit dem Knethaken kneten wir das Ganze jetzt mal ordentlich durch und dann entsteht ein ziemlich krümeliger Teig, aber mit den Händen kriegt man das zu einem schönen, geschmeidigen Batzen verarbeitet und den legen wir dann auf eine bemühte Arbeitsfläche, kneten den da mal noch ein bisschen durch, so lange bis wir den richtig schönen, geschmeidigen Teig bekommen haben. Das geht relativ fix. Dann brechen wir ein kleines Eckchen ab und formen da so kleine Rollen draus. Und diese Rollen sollten circa so dick sein wie ein Bleistift. Oder ihr lasst die etwas dicker, müsst dann aber später nochmal ran, wie ihr wollt. Ich mag es lieber etwas dicker zu lassen und dann später nochmal verarbeiten. Ich tue mich da persönlich mit den Formen leichter, aber das könnt ihr machen, wie euch der Sinn danach steht. Diese Rollen legen wir dann, diese Teigrollen legen wir dann einfach auf ein Brettchen, denn das muss später noch in den Kühlschrank. Und das machen wir so lange, bis wir diese Rollen formen, bis der ganze Teig hier eben aufgebraucht ist. So, haben wir den Teig verarbeitet, geht es für mindestens 30 Minuten in den Kühlschrank mit diesen Rollen. Und dann holen wir die wieder raus und schneiden die in Stückchen. Habt ihr die am Anfang schon stiftdick ungefähr gerollt, also etwas dünner als ich sie habe, könnt ihr sie einfach 4 bis 5 cm lang abschneiden und dann eure Hörnchen formen. Oder wenn ihr es wie ich etwas dicker gelassen habt, dann rollt es jetzt einfach nochmal kurz in den Händen oder auf der Arbeitsfläche und dann kommt er auch auf die Länge und formt dann eure Hörnchen. Zum Bestäuben später brauchen wir hier 2 bis 3 Esslöffel Puderzucker, ca. 50, 60 Gramm. Und Leute, jetzt der gute Vanillezucker. Nehmt da bitte keinen Vanillinzucker, ihr wollt euch tatsächlich hier nichts Gutes, nichts Schlechtes tun. Nehmt einfach wirklich einen guten Vanillezucker. Ich sage euch, das Aroma haue euch später von den Socken. 180 Grad backen wir, Umluftherd, ca. 8 Minuten. Habt ihr keinen Umluft, dann macht er ungefähr 10 Minuten draus. Ihr nehmt sie einfach raus, wenn ihr die gewünschte Bräune erreicht habt. Ich mag die eher etwas dunkel, das ist aber eine Geschmackssache. Man kann es auch etwas früher, später, wie ihr wollt, da rausnehmen. Und so sehen die dann fertig aus. Leute, ich sage euch, wirklich ein Genuss aus Vanille und feiner Mandel und einfach zum Reinlegen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Roli.